Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge sind wir einmal hier hochgelaufen. War ein ganz schöner Kraftakt. Ein paar Krämpfe gehabt, Oberschenkelmuskel auch gezerrt dabei. Aber ja, dafür haben wir da oben einen Typen kennengelernt, der ziemlich viele Probleme hat. Weil sich diese ganze Anlage hier einfach nicht rentiert, weil der Bürgermeister zu viel Geld will. Vielleicht können wir mit dem Bürgermeister später noch drüber reden. Ich hoffe es zumindest. Vielleicht können wir da ein bisschen was in die Wege leiten. Ist das unser Auto? Genau, das haben wir hier drüben. Also haben wir jetzt ja die Quest soweit erfüllt. Wir haben bloß noch hier ein lokaler Investor, trifft James und geht zu Lilly, die Botanikerin. So, wir machen uns jetzt erstmal hier wieder in die Christine. Und das klang komisch. Aber wir sind nun mal in der Christine, weil die Christine uns sehr gern hat. Und mit der Christine fahren wir jetzt wieder zum Sägewerk. Schaut mal, wir haben gar nicht mal mehr so viele Aufgaben. Ist das nicht schön? Den Gabelstapler haben wir runtergefahren. Ich mache uns hier bloß mal kurz das Symbol hin. Ich habe die Strecke nämlich immer noch nicht so richtig im Kopf. Ich bin, was Orientierung angeht, in Spielen sehr, sehr schlecht. Also nicht nur in Spielen, auch in der Realität. Ohne Navi würde ich wahrscheinlich nicht mal meine eigene Toilette finden. Wir fahren jetzt zurück, machen uns zum Sägewerk. Das haben wir ja fertig repariert, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das hat man ja repariert, genau. Das heißt, wir können doch mit dem Gabelstapler da unten. Moment, Vorsicht. Oh, ey. Sag mal, rechts vor links, mein Freund. Der fährt uns einfach an, habt ihr das gesehen? Klar, ich hätte nicht unbedingt mitten in der Kreuzung stehen bleiben müssen, aber ich wollte halt mal auf die Karte gucken. Ah, wir sind nämlich falsch gefahren. Ich dachte es mir schon fast, dass wir hier links müssen. Aber der Stern bringt halt auch einfach nichts, den ich mir gesetzt habe. Egal. Der fährt vor allem einfach weiter, ne? Komplett Fahrerflucht. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet von den Einwohnern hier. Vielleicht war er auch ein Touri, der gar nicht hier wohnt. Kann natürlich alles sein. Ja, Sägewerk hat man fertig repariert. Das heißt, ich würde jetzt ganz gerne mal ausprobieren, ob wir denn die Baumstämme jetzt endlich mal zurechtschneiden können. Entrindet sind sie ja schon. Wir stellen die Christine einmal hier ab. Und dann gucken wir mal. Den Traktor hatten wir. Wo hat man den denn hingestellt? Ich glaube vorne beim Haus, ne? Könnten natürlich auch eine Schnellreise machen, aber das kleine Stück, das können wir auch ruhig mal laufen. Ein bisschen Sport tut doch immer gut. Auch wenn wir hier eigentlich 24/7 am Arbeiten sind. Wie sieht's denn aus? 57 Schlaf bloß noch. Da können wir schon wieder gar keine Baumstämme mehr schleppen. Das ist schlecht. Ich möchte aber auch noch nicht unbedingt schlafen gehen. Mal gucken, eventuell können wir die ja doch einfach hier mit dem Traktor aufnehmen. Und zum Schneidewerk bringen. Oder zur Abteilung Gebretter schneiden. Ich hoffe es doch sehr. Wir gucken mal. Repariert war es ja. Also müsste es doch langsam funktionieren. Wir greifen uns einfach mal hier einen so einen Holzstamm. Und dann gucken wir mal. Schneidet entrinnete Stämme in Bretter. Ja, ja, das haben wir ja. Was stand denn da drüben? Lager für Bretter. Nachdem die Stämme im Bretter... Ach so, die werden dann dort erst gelagert. Das heißt, das ist noch nicht direkt der Ort, wo wir sie wahrscheinlich reinfüllen werden. Ich brauche erstmal ganz kurz die andere Position. Das packen wir hier rein. Und dann gucken wir mal, wo wir die guten Stämme hinpacken müssen, damit sie endlich geschnitten werden. Also hier drüben scheint nur das Lager zu sein. Hier angelieferte Holzplatten werden relativ schnell getrocknet. Okay, das ist bloß die Trocknung. Silo für Holzspäne. Frische Stämme werden entrindet. Bretterproduktion. Schneidet entrindete Stämme in Bretter. Und wo sollen wir die denn dafür hinlegen? Also auf der Seite kommen die ja erstmal nur zum Entrinden. Das heißt, da kann es ja nicht sein. Oh je. Ich fahre mal kurz hier außen rum, weil das Rückwärtsfahren klappt immer noch nicht. Ich hoffe, wir bekommen später mal einen Traktor, der ein bisschen mehr Handling hat. Dass wir hier auch ordentlich rückwärts fahren können.
Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir Bretterproduktion eventuell hier von der anderen Seite noch anliefern. Aber hier kommen die rein. Was haben wir denn hier? Hier ist doch auch was zum Ablegen. Passiert da jetzt was, wenn ich das hier drauflege? Nee, ne? Nö. Wie machen wir das? Das finde ich ein bisschen schade, dass uns das Spiel das gerade nicht erklärt. Weil hier kommen die ja, wie gesagt, rein vom Wasser. Dann laufen die einmal hier die Förderanlage meine ich natürlich hier entlang. Hier hinter. Hier werden sie entrindet, kommen da oben drauf. Ah, ich komme hier nicht mehr raus, verdammt. Kommen wir hier durch, können wir hier kriechen? Wir können ja gar nicht kriechen. Stimmt, wir können uns ja auch nicht hinsetzen, haben wir ja alles festgestellt. Also die laufen dahinter und dann kommen die hier oben raus. Genau hier und landen dann hier. Aber hier drin ist ja wie gesagt auch... Sägeumschalter, schaltet den Transport der entrindeten Stämme direkt in das Rundholzlager oder zur Säge für die Zerteilung in Bretter um. Ah, das ist natürlich gut. Wo war denn jetzt genau die Schneide? Sägeumschalter, wir gucken nochmal eben. Hauptgebäude. Zur Wiederherstellung der vollen Funktion reparieren. Wir haben doch das ganze Gebäude repariert. Was hat er denn jetzt für ein Problem? Zu verkaufen Schild. Ja, das kennen wir alles schon. Bretterproduktion, hier oben. Vollständig funktionsfähig. Genau, das hatten wir ja auch repariert. Ach, dieses scheiß Baugerüst. Aber eigentlich ist es gut. Dadurch können wir hier rüberlaufen. Hier drin ist das nämlich. Das muss anscheinend betankt werden. Oder ist das unser Traktor? Nee, das ist, glaube ich, die Anlage. Bretterproduktion. Ja, hier drin ist er. Wo war jetzt dieser Schalter? Da unten. Na, dann gehen wir erstmal zu dem Schalter. Aktuelle Einstellung Stämme zum Rundholzlager. Nein, möchte ich nicht. Und jetzt Stämme zur Säge. Gehen die jetzt wieder zurück oder müssen wir die jetzt nochmal hier vorne ins Wasser werfen? Das wäre natürlich richtig dumm. Hm. Wie läuft die Förderanlage hier? Hier oben. Also wir können sie hier auch nicht wieder drauf werfen. Das heißt, wir müssen die jetzt tatsächlich alle wieder ins Wasser werfen. Oder vielleicht reicht ja auch hier drauf zu werfen. Lass mich das mal probieren. Hier drauf. Verdammt. Da müssten wir ja perfekt parallel stehen. Nee, das kann nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte sein. Okay, also müssen wir die anscheinend doch wieder ins Wasser werfen. Finde ich etwas hohl. Nur vorher mal wissen müssen, dass es da einen Schalter gibt. Weil warum sollte ich die denn hier ins Lager werfen? Ah, gut. Wir könnten die vielleicht hier ins Lager werfen, wenn wir ganze Stämme verkaufen wollen. Aber das möchte ich natürlich nicht. Naja. Dann hauen wir die alle erstmal wieder hier rein. Und fahren die nochmal rüber zum Wasser. Diesmal gucken wir so einem Stamm aber einfach mal zu. So einem Stammesoberhaupt. Ob die wirklich... Also wir gucken uns das einfach mal an. Wie das funktioniert. Ey, nimm doch auf. Jetzt. Wir können, glaube ich, jetzt gefühlt weniger aufnehmen. Obwohl die zwar alle gleich groß sind. Aber dafür sind sie, glaube ich, insgesamt größer oder dicker zumindest geworden. Entrindet und am Ende dicker geworden. Macht sehr viel Sinn. Wir fahren einfach mal hier rüber. Wir fahren jetzt nicht wieder ganz bis vor. Die müssen ja nicht durchs komplette Wasser wieder treiben. Es müsste ja auch reichen, wenn die... Wenn wir die hier reinwerfen. Ach, hier müssten wir idealerweise auch ganz schön schräg ranfahren. Oh, 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 oh. Nein, nicht Traktor ins Wasser. Ah, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Nein. Nicht, dass wir stecken bleiben wie unser Onkel am Anfang. Aber so geht's auch. Mach schön weiter, Traktor. Come on. Ja, so ist gut. Und stehen bleiben. Wir nehmen einen auf. Rollt er ins Wasser? Nee, ne? Und wir können sie auch nicht tragen. Ach, Mist. Oder kriegen wir noch getragen? Nee, du bist zu müde. Ach. Ach, schade. Was machen wir jetzt am dümmsten?
Obwohl, ich könnte den ja eigentlich auch hier so ein bisschen rollen, oder? Drehen den nochmal rum. Und zack. Er treibt hier rüber. Ich glaube, das funktioniert. Ist jetzt nicht die feine englische Art, aber besser als nichts. Und es geht hoch. Sehr gut. Und jetzt verfolgen wir den ganzen Spaß hier einmal. Komme ich denn jetzt hier am besten wieder rüber? Eigentlich nur über die Förderanlage selber. Wir riskieren's. Komm schon, rauf mit dir. Okay. Also, Brett geht hier lang. Nee, nicht Brett. Stamm. Stamm geht hier lang. Fährt hier durch. Guckt sich unser schönes Baugerüst an. Das wirst du später mal. Kriegt langsam Angst. Geht hier rüber. Wird jetzt... Da hätte es fast einen Arbeitsunfall gegeben. Wird jetzt nach rechts geliefert, statt nach links. Hier kommen die Schneider in den Einsatz. Ne, noch nicht. Jetzt werden sie geschnitten. Kommen dann wahrscheinlich da hoch. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Okay, gehen da rein. Ach, hier werden sie erst richtig geschnitten. Brotmaschine ist am Start. Und dann? Dann werden die hier draußen hingelagert, oder wie? Wir gucken mal. Kommen wir hier wieder raus? Jo. Müsste ja dann hier... Hier wieder rauskommen, aber kommt nichts raus. Hier am Ende, ne? Wir warten mal noch, vielleicht braucht es einfach einen Moment. Ne, ist tatsächlich unser Auto. Wir müssen es anscheinend doch betanken. Dafür, dass wir schon viel rumgefahren sind, hat gerade mal 12% verbraucht. Aber es kommt kein Brett raus. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Warum nicht? Ist noch hier drin, ne? Sieht aus wie Bretter, die da drin wären. Aber es bleibt halt einfach zu und es fährt nichts raus. Warum? Ist unser Auto im Weg? Wir fahren mal kurz die Christine ein Stück weg. Nö. Oder es dauert wirklich extrem lange. Ich würde sagen, wir hauen erstmal den nächsten Holzstamm ins Wasser. Und gucken mal, ob es vielleicht in der Zwischenzeit hier rausgekommen ist. Aber so wird es ja dann sein. Hier kommt es am Ende raus und stapelt sich. Macht auf jeden Fall bloß Sinn, dass das so funktioniert. Naja. Wir machen erstmal weiter. Wir können ja hier gleich mal mehrere Stämme runterwerfen. Die kriegen wir doch alle mit unseren Stahloberschenkeln. Definitiv nach vorne gekickt. Und Nummer 4. Und raus aus der Karre hier. Hey, lass mich raus. Ach, natürlich, jetzt haben wir sie so hingestellt, dass er mich nicht rauslässt. Jetzt aber. Zack. Zack. Reicht das? Ich hoffe doch sehr. Ne, der hier oben liegt, glaube ich, noch. Komm, du auch. Ja, es passiert nichts Schlimmes. Du wirst nur einmal geschnitten. So. Aber die beiden nicht. Die sind nicht genügend im Wasser. Okay, müssen wir wirklich drauf achten. Fahren die jetzt zusammen hoch? Nee, ne? Oh, guck mal, das eine wartet sogar. Ist richtig nett. Sagt, komm, geht ruhig zuerst. Ah, was ist denn jetzt? Super, haben wir es jetzt gestaut hier. Na toll. Jetzt geht hier gar nichts mehr voran. Wir haben das Ding gecrashed. Ach Mist. Ach nein, jetzt. Komm. Nummer 2, du auch? Oder wartet das erstmal einen ganzen Moment, bis das erste weg ist?
Wir beobachten das mal ganz kurz, nur fürs Gewissen. Aber ansonsten ein bisschen Angst, dass hier nichts weiter passiert. Die plätschern auf jeden Fall schön hin und her. Das Ding ist weg. Nö, aber ich kann es auch nicht mehr bewegen, ne? Also hier auf dem Boden zu rollen, kein Problem. Aber wenn es einmal im Wasser ist, dann wird es ja viel zu schwer, ne? Als könnte man Gegenstände im Wasser leichter bewegen. Nein, natürlich nicht. Na gut, wir lassen es jetzt erstmal so. Ansonsten müssen wir noch eine Runde schlafen gehen. Wir gucken mal. Oh jawohl, hier sind Bretter rausgekommen. Und direkt auf eine Europalette. Obwohl wir ja nicht in Europa spielen, also wird es keine Europalette sein, aber keine Ahnung, wie die Dinger in Amerika heißen. Eine USA-Palette vielleicht. Was sind wir überhaupt in Amerika? Bestimmt, ne? Du wirst hungrig. Und da haben wir uns dann mal magische Bohnen rein. Da sind wir genau wieder voll. Zack. Ich hoffe, wir kriegen keine Halluzination oder so. Ist das den Namen magisch erklärt? Wo haben wir denn den Gabelstapler hingestellt? Alter Pickup. Ach, dahinter. Stimmt. Dann nehmen wir uns hier einmal die Palette. So. Enter. Hochfahren. Und dann bringen wir die in die Trocknungsanlage. Ach ja, das ist ja richtig fetzig. Weiß nicht, vielleicht macht er immer nur eine Palette voll, dass man mindestens zwei Holzstämme braucht. Oder es hat wirklich so lange gedauert. So, das fährt hoch. Stellen die erstmal oben hin. Oh, ne, ich würde sie schon gerne an den Rand stellen, dass hier auch noch ein bisschen mehr reinpasst. So. Tor geht zu. Und die trocknen. Gucken zwar ein bisschen raus, aber trotzdem sollten die trocknen. Und da haben wir schon die nächste Palette. Sehr schön. Es funktioniert. Wir haben es geschafft, endlich unsere schöne Holzproduktion zu starten. Hat auch sehr lange gedauert, aber dafür läuft sie doch jetzt wie am Schnürchen. Packen wir natürlich gleich mit hier rein. Also wir kriegen anscheinend 4 Paletten hier rein. Eventuell, wenn wir gut stapeln, sogar 3 pro Etage. Ich glaube eher, dass es für 2 gedacht ist. Ja, wir machen es. Sehr viel höher geht der ja gar nicht. Hä? Ich krieg den Gabelstapler nicht höher. Können wir doch nur eine pro Dings reinstellen? Nö, jetzt geht's. Komisch. Nee, eher 2. Also kriegen wir 4 Paletten pro Dings. Wir haben 4 von den Trocknungsanlagen. Also 16 Paletten können wir gleichzeitig opfern. Oder nicht opfern, sondern opfern zum Trocknen lassen, ja. Instellen, um es zu trocknen. So rum. Alles klar. Dann schauen wir nochmal ganz kurz, was die Bretter hier machen. Okay, die sind weg. Ich hoffe mal ganz stark, dass die jetzt nicht weggebackt sind, sondern dass das tatsächlich unsere Paletten sind. Wir hatten jetzt 5 Stämme insgesamt reingeworfen, ne? Oder? Ich glaube, 5 Stämme hatten wir. Ich hoffe mal ganz stark, dass wir pro 2 Stämme eine Europalette kriegen, dass jetzt sozusagen 1 reicht, damit die nächste rauskommt. Ich möchte jetzt aber nicht warten und nur eine reinwerfen. Wir hauen uns jetzt nochmal den kompletten Traktor voll. 15 Uhr haben wir es, also ein bisschen arbeiten können wir schon noch. Ich möchte die Tage immer nicht verschwenden mit dem Schlafen gehen, dass wir jetzt schon gleich wieder ins Nest fallen, um zu schlafen. Das macht doch keinen Sinn. Wir machen das lieber wieder mit der Taktik hier weiter, wie gerade eben, dass wir die Holzstämme einfach mit unseren Oberschenkeln ins Wasser kicken. Funktioniert schließlich auch. Und dann sind es keine Handmade, sondern Beinmade-Bretter. Können wir vielleicht sogar noch mehr Geld verlangen. So, Stamm Nummer 1. Stamm Nummer 2, roll doch nicht hier drauf hin und her. Oh Mist. Ne, den müssen wir ein Stück weiter rüber. Und der andere bleibt trotzdem in der Luft, schade. Nummer 3 noch daneben, passt. 4. Nummer 5 und ich hoffe mal, dass wir noch Nummer 6 drauf kriegen. Ach Mist, doch jetzt. Okay, passt.
Wir würden eventuell sogar noch eine Reihe drauf bekommen, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt probieren. Großen Bogen, hat gepasst. Dann stellen wir uns diesmal so rum hin. Ich glaube, das ist etwas besser. Nein. Ist doch nicht besser. Ach Mist, ich fahre jetzt hier direkt ran. Ich hoffe mal, dass wir es hinkriegen, dass wir doch nicht noch weiter mit unserem Oberschenkel arbeiten müssen, weil der hat schon ganz paar Blutergüsse. Und? Ach, roll doch ins Wasser. So ein Mist. Dann fahren wir noch ein Stück näher ran. So, näher geht nicht. Hoffentlich klappt das. Ja, das scheint zu klappen. Ja, dann laden wir die halt in Zukunft hier ab. Was soll's? Hauptsache es funktioniert zuverlässig. Ist natürlich schön, dass die Strömung immer genau so fließt, dass es bei uns im Sägewerk landet. Ich hoffe, andere Holzfäller werfen ihre Stämme auch hier rein. So, dich schubst mal noch ein Stück nach vorne. Und dann sind sie doch alle auf dem Weg zu unserem Sägewerk. Sehr schön. Wir holen gleich noch die nächste Ladung. Damit müssten wir, glaube ich, das Lager leer kriegen. Und hier können wir sogar beim Vorbeifahren unserer Nachbarin nochmal kurz einen an den Kopf hauen. Dafür, dass sie letzte Nacht so laute Musik anhatte. Nee, cool, cool. Dann klappt das jetzt endlich. Bin dann mal gespannt, wie das mit dem Verkauf aussieht. Weil aktuell habe ich beim Handeln immer nur... Ach so. Dann wird es wahrscheinlich gar kein großes System geben, sondern wir haben die einfach... Obwohl, wir können die ja nicht im Inventar haben, so eine ganze Palette Bretter. Dass wir dann einfach zu den Händlern fahren und das normal über dieses Verkaufen-Menü machen. Ich hätte halt eher gedacht, dass wir tatsächlich Preise und so weiter bestimmen können. Und sich der Spaß dann einfach so im Hintergrund verkauft, ohne dass wir da jetzt aktiv mit den Brettern von Haustür zu Haustür laufen müssen. Wir gucken mal. Oh, wir kriegen das Lager ja doch noch nicht leer. Ich hatte gerade ein bisschen im Kopf, als wären hier bloß noch 6 oder 8 Bretter drin gewesen, aber ich glaube, da habe ich mich etwas vertan. Naja. Wie viel kriegen wir denn drauf? Kriegen wir noch eine Reihe hin? Wir müssten vielleicht etwas näher dran parken. Ja, die Reihe hält. Kriegen wir noch eine weg? Nö. Okay, dann müssen wir mal noch ein Stück näher ranfahren. Es bleibt nichts anderes übrig. Ansonsten müssen wir die tatsächlich alle mal ein Stückchen nach vorne rollen. So. Und dann nimm's doch auf. Hallo? Jetzt. Hier. Ja, höher kommen wir da nicht. Also das ist dann das Maximale der Gefühle. Also 9 Stück gehen. Mehr klappt nicht, weil höher fährt dieser Greifarm nicht. Aber schaut mal, wie professionell das aussieht. Wie gut wir die hier drauf gelagert haben. Oh, und wir sind schon wieder voll in der Überlänge, sehe ich gerade. Naja, man muss auch mal ein bisschen länger machen. Dafür war es auf jeden Fall eine sehr schöne Folge, denn wir haben es endlich geschafft, Bretter zu produzieren. Und haben jetzt auch endlich verstanden, wie es funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Um 20 Uhr geht es dann weiter. Bis dahin, macht's gut.